Und da bin ich wieder, euer Gamer-Stossi1990. Wie ihr seht, es hat sich einiges hier auf dem Hof getan. Ich hatte jetzt verdammt viel an Kredit aufgenommen, gemacht und getan. Da haben wir noch ein neues Schmuckstück. Und da mir eigentlich auf Facebook nur einer geschrieben hat, ich sollte den Johnny behalten. Ja, also der Johnny ist weg. Wir haben jetzt zwei MFs auf dem Hof und natürlich unseren Fendt. Dann haben wir jetzt hinten die beiden. Da haben wir einmal den LKW, den habe ich geholt, für Paletten zu transportieren und sowas, für Sachen, die noch jetzt wie Saatgut und sowas. Und da hinten das gute Stück, da steht auch noch was am Händler für. Und dann gehen wir mal raus, wie ihr gesehen habt, unser schönes neues Häuschen, das wurde uns schon gebaut. Finde ich angenehmer, vielleicht für ein RP oder sowas, für Mitarbeiter, wenn er dann hier ist und so. Also es gibt drei Schlafzimmer und Wohnzimmer. Die Küche, wie ihr gesehen habt. Hier ist das Wohnzimmer. Ja. Und natürlich das Bad. Darf natürlich nicht fehlen, ne? So. Dann hat die Baufirma hier natürlich schön ein bisschen was dekoriert gemacht und getan. Rasen habe ich auch schon gemäht, wie ihr seht. So, da sind sie noch dran. Ich denke, bei der nächsten Folge werden sie hier fertig werden. Hier soll auf jeden Fall ein Waschplatz noch hin. Das Ganze dann ein bisschen verbreitert werden. So, aber dann sind wir noch nicht fertig, weil ich habe was gemerkt. Ich hatte auch viel Missionen gemacht, sind jetzt wieder einige wieder dazugekommen. Aber dazu schaue ich später mehr. So, ich habe gemerkt, wir haben chronischen Platzmangel. Ich bin überlegen, die Hallen alle wegzuholen. Auch hier die Halle hinten wird weggeholt, die habe ich auch mal neu gemacht. Hier die mal wegzuholen, das geht natürlich noch weg hier, wenn der Waschplatz dann steht. Und dass wir sagen, wir bauen uns hier nach hinten aus, was weiß ich, so bis ungefähr hier. Oder ein bisschen breiter, müssen wir mal gucken. Weil was mich stört, sind die Steine. Also das bleibt definitiv hier drinne. Einzigste, was wir vielleicht sagen können, okay, das nehmen wir dann als Fahrweg. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt vor, hier das Gutlohnstück wegzumachen. Noch ein bisschen gerade zu machen und dann anfangen, hier ein bisschen auszubauen, vielleicht schon noch ein Stück nach hinten zu gehen. Ja, so wie ihr seht, hier sind sie noch am Bauen. Warum sie da jetzt, das sind schon noch die Reste vom Haus hier. Ihr seht, das ist unser Häuschen. Hühner habe ich schon ein paar Stück dazu geholt, dass das mal ein bisschen flotter geht hier. Und finde ich schon schön gemacht hier, muss ich sagen. Kleinen Rasenmäher habe ich dann noch geholt, weil irgendwie ging das wieder mit dem Platzmangel und so. Ich wollte halt, dass ich auch da reingehen kann. Ja, so, und dann habe ich uns Gewächshäuser geholt, weil ich habe gedacht, okay, bauen wir hier mal ein paar Gewächshäuser hin. Klar, dass hier hinten halt ein bisschen höher ist, ne, weil das halt auch alles ein bisschen nach oben geht. Und den wird noch weggemacht. Dafür muss ich ja hier eh jetzt demnächst einiges an Bäumen noch wegmachen. Weil ich ja ungefähr gesagt habe, dass ich mich hier erweitern will. Ich denke mal maximal bis hierhin. Ja, ein bisschen. Also hier in die Länge. So bis hier. Das heißt, hier haben wir dann natürlich einen riesen Abschluss. Mal gucken, wie immer das, ob ich das hinbekomme. Ja, was hat sich sonst noch getan? Klar, wir haben viele Missionen gemacht. Der Kredit steht immer noch auf Folie. Den werde ich aber auch jetzt mal abzahlen. Ein bisschen was haben wir hier noch aus der Kante da oben. Und tja, achso, die Schafe habe ich gefunden. Können wir uns mal überlegen. Hier kann man noch schön abends sich hinsetzen, mal ein bisschen ausruhen. Also, die Werkzeug liegen hier. Ja, so, ich würde sagen, wir fahren jetzt sogar gerade mit dem Tatra noch nach unten. Das ist halt, der eine MF. Klar, er ist dreckig, er ist nicht mehr sauber. Bin ich auch ehrlich, hat doch schon 3,3 Stunden runter. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, das ist der. Ihr seht. Wir haben aber noch einen anderen. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Wo ist denn hier jetzt bitte? Achso, ist der Tatra, der hier mit dem Licht. Achso, der steht hier hinten, genau. Unser Fendt ist wieder on Tour. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich den habe. Genau, der ist auf den Feldern unterwegs. Und das ist der andere MF, schön mit der Tür zum Aufmachen. Und was mir am meisten gefällt, ist der Blinker. Ui, ui. Ja, und da gucken wir mal gerade. Da ist der Fendt, der ist damit fertig. Ich hatte halt Mist gekauft.
Bisschen was in Palettenform. Habe aber jetzt gerade eingestellt, dass die, Entschuldigung, dass die gerade selber das dann machen, damit wir die Felder auch mal gut gedüngt kriegen. So, hier fahren wir auch nochmal schön drüber. Genau. Ich habe unten am Kuhstall, können wir gleich mal vorbeifahren. Haben wir gerade dann hier mit vorbei. Habe ich die Felder zusammengelegt. Das heißt, wir haben ein paar Felder zugekommen. Wie ihr seht, ich habe auch die Karte mal weggemacht. Ich wollte auch das Helfermenü. Hatte ich jetzt die ganze Zeit eigentlich aus. Das machen wir jetzt auch mal wieder aus. Es wird natürlich wieder gespeichert, wie immer. klar. Und ach so, genau das Wichtigste. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage, meine Lieben. Hier war es schön, war es ruhig. Ich habe ein paar Folgen gemacht. Und ja. Ansonsten gab es jetzt so nichts Besonderes. Okay, das war jetzt hier falsch. Das war hier. Da ist das Hilfefenster. Aber das mal aus. Oh, sieht das doch schon viel, viel schöner aus hier. Ja, wie gesagt, den Tatra habe ich uns geholt, genauso wie den MAN mit der Brücke. Weil ich wollte halt, dass man halt guckt, dass man also gut die Paletten und so einiges an mehr Paletten holt. Desto mehr haben wir halt gespart. Finde ich jetzt. Also wenn ihr der andere Meinung seid, könnt das mal gerne reinschreiben. Ich habe gedacht, okay, komm. Ich hole mir das jetzt so, weil es mir dann lieber ist. Und mir halt nicht immer wieder kaufen müssen. Genauso, wie gesagt, den anderen Lader, den wir jetzt gerade holen gehen, ist halt auch so gemacht. Am Auswahl, dass ich. Also ich gerade hier rein. Damit die Paletten wegfahren möchte. Also wenn wir dann genug haben, fahren wir sie auch weg. Das ist der Plan. Und ich habe halt jetzt erstmal Salat. Salat bringt momentan am meisten. Ja, und dann würde ich halt gerne wissen, wie waren denn eure Feiertage so? Wurde ihr schön? Mittlerweile werden ja viele beschenkt. Ich habe mich selbst beschenkt, indem ich hier ein bisschen gearbeitet habe. Ihr seht, hier ist ein bisschen was passiert. Im Silo ist auch schon ein bisschen was drin. Und das ist eine riesige Fläche geworden. Ich habe auch dann nebenbei noch die anderen beiden Felder gekauft. Dann mal gerade umgehen. Die Ballenpresse will ich noch wegmachen. Dass wir uns eine holen, wo wir Silageballen mitmachen können. Vielleicht gibt es ja auch wirklich dann noch was Gutes für. So, hier haben wir jetzt auch. Hier habe ich das Gerste angesät. Wie gesagt, hier seht ihr, das ist eine riesige Grasfläche. Damit wir auch ein bisschen was zu tun haben. Fürs Gras. Ist auch gut gedüngt, das freut mich. Und den Ladewagen habe ich getauscht, habe halt hier den was größeren geholt, weil es war echt mühselig. Das Lager geht irgendwann auf Seite. Da habe ich jetzt erstmal die Steine, die hier lagen, reingeschmissen, weil halt das andere Lager, ja, besetzt ist. Ja, und hier haben wir Weizen angesät. Hier müsst ihr jetzt auch nochmal drüber fahren mit dem Mist, sage ich jetzt mal. Können wir dann vielleicht auch noch veranlassen. Ich glaube, der ist schon wieder fertig. Ah, ne, der ist noch dran. Dann kann er nämlich da runterfahren. Wo ist er jetzt da? Da. So. Und dann fahren wir damit jetzt gerade nochmal zum Händler rüber. Toll, kann man ja sehr toll nach hinten gucken. Egal, fahren wir auf Spiegel. Ups. Und ja, die Kühe werden dann auch demnächst bald gekauft. Da bin ich aber noch weit, weit von entfernt. Weil ich möchte ja erstmal die Hühner, die wir haben. Da will ich mal überlegen, vielleicht einen zweiten kleinen Stall hinzusetzen, damit das mit den Hühnern ein bisschen flotter geht. Weil so ein Hühnerstall, ja, es zieht sich. Also ich habe bis jetzt keine einzige Palette wegbringen können. Die letzte Palette wurde mir weggebackt. Keine Ahnung warum. Mal gucken, dass wir so ein bisschen auf die Produktion gehen. Ich habe auch vor, die Produktionsstätten hier schon noch zu holen, damit ich da sagen kann, okay, wir können da ein bisschen von profitieren,
Und da wir jetzt hier die Wechselbrücke haben, könnte ich die Sachen erstmal kaufen. Kaufen kostet wieder Geld. Da sind wir wieder bei der Sache Geld. Ich will nicht jedes Mal, dass wir an Geld machen, Geld machen, Geld machen. Oder das, was wir uns mit den Missionen verdienen, dann ratzfatz weg ran. Also ich habe allein mit der Mission knapp 200.000 gemacht. Sagen wir mal so. So war es also jetzt nicht. Also gut, Geld kam schon bei rum. Ja, bis zur nächsten Folge werden die wohl mit dem Waschplatz fertig sein. Und wie gesagt, ich habe ja lang Kopf gemacht. Mache ich das oder mache ich es nicht? Endeffekt habe ich es jetzt doch so gemacht. Die MFs werden erstmal gefahren, bis sie nicht mehr fahren. Also die reichen erstmal. So, der kleine 900er ist auch in Ordnung. Also das, was wir jetzt zu bewirtschaften haben, reicht. Gut, ein neues Teil habe ich noch. Das weiß ich aber, den habe ich jetzt hier nicht stehen. Und zwar habe ich den Deutz verkauft. Wir hatten ja diesen Topliner. Und habe mir dafür ein Ideal geholt. Also Ideal 9T. Der wird dann auch ausgelutscht bis zum geht nicht mehr. Langfristige Investitionen halt gemacht, wie ihr merkt. Und das kann immer hier. Na, einen Bann hat er noch. Dann könnten wir den nämlich. Ja, obwohl, wir lassen das erstmal unten so wie es ist. Würde ich sagen. Da fahren wir nämlich jetzt hier mit. Die setzen wir jetzt unten ab. Das muss ich schon mal gucken. Ja, doch, das dürfte hier eigentlich gehen. Ja, passt. Schon gut abgeklettet. So, und hier können wir den nämlich dann jetzt hinlegen. Und dann lädt er automatisch. So sollte es in der Regel sein. Ob er es tut, werden wir mal sehen. So. Das ist nämlich so gesehen der Autoload. Ja, wie gesagt, viel ist noch nicht zu tun. Wir haben November, die Ernte ist dran. Ich wollte halt mal kurz das Update geben, was jetzt so über die Feiertage hier passiert ist. Wie gesagt, seht ihr, wir sind noch. Ich komme noch nicht mal über den Bauzaun, doch jetzt. Sind hier noch so ein bisschen am Baggern. Rohre haben sie jetzt noch verlegt gehabt. Und ja, also bis zum nächsten Mal werde ich schauen. Wie gesagt, dass ich dann hier hinten noch die Bäume wegmache. Das hier hinten noch ein bisschen wegmache. Und uns einen schöneren Hof hier hinbaue. Ich wollte es anfangs eigentlich erst so lassen, aber jetzt habe ich es mir doch umentschieden, dass wir halt so ein paar größere Hallen haben. Gucken, ob ich die Hallen so stelle, also längs, länger weg oder in die waagerechte. Das weiß ich noch nicht. Oder halt ein Rondell. Wir werden es sehen. So, dann würde ich sagen, zeige ich euch gerade noch die Schafe. Das ist natürlich jetzt wieder doof, die Tür ist zu. Aber okay. Und ihr seht, der Fendt hat schon seine Stunden gut runter. 8 Stunden. Dafür, dass der jetzt Dauer am Fahren ist, ist das ganz human. Also wenn man halt kleine Sachen mache ich halt mit ihm. Ganz große Sachen geht ja nicht, ist ja der Kleine, nicht der Große. Vielleicht will man einem irgendwann einen von den beiden MFs noch umtauschen, aber das wird noch ein bisschen dauern. So, dann müssen wir hier nach rechts. Ah, nee. Moment, falsch gefahren. Hoppala. Wir müssen natürlich hier rum, weil von hier rechts kommen wir ja gar nicht dahin. Ich meine, die wären auch früher da gewesen, die Schafe. Ich bin mir aber nicht mehr so ganz sicher. Ist halt schon was länger her. Ja. Achso, was ich noch sagen muss, den Fendt musste ich den auch noch auftanken. Der war so ratzeputze leer, da habe ich auch gedacht, ups. Ja, aber ansonsten. Jetzt so langsam ist die Arbeit noch alleine ertragbar. Ich habe vielleicht jemanden, der dazu kommt, ich weiß es aber noch nicht hundertprozentig. Also es ist immer noch offen. Wenn ihr von der PlayStation 5 kommt oder von der PlayStation 4, gerne lasst mal einen Kommentar da in YouTube oder hier auf Facebook oder auf Facebook, wie ihr wollt. In YouTube wäre mir natürlich lieber, da sehe ich es direkt da. Und ja, so würde ich sagen, gucken wir uns mal gerade die Schafweide an, ob es sich die rentiert. Ich weiß es nicht. Also ich bin am Überlegen, ob ich die nicht wegmache.
Geht doch auf die Tür. Und das Ding hinten wieder zu. Also die stand ja hier. Da hätten wir vielleicht jetzt noch mal ein bisschen an Geld. Oder wollt ihr, dass wir Schafe machen? Das lasse ich euch jetzt entscheiden. Das ist die Schafweide. Ihr wäre dann natürlich doch, was gehört das uns? Ne, das gehört jetzt dem anderen, Samuel Ortega. Ich weiß es nicht. Also ich denke mal, Kühe für den Anfang, okay. Die Schafe müssen nicht sein. Meines Erachtens sind halt auch Kosten, die wir haben. Und ich weiß auch jetzt nicht. Wir können ja mal gucken, wenn wir den jetzt verkaufen, was wir dafür kriegen würden. 47.000. So, plus natürlich das kleine Häuschen hier mit 900 Euro. Aber wie gesagt, den könnten wir halt erstmal verkaufen. Das gehört schon gar nicht mehr zu uns. Können wir gar nicht mehr verkaufen. Könnt ihr entscheiden, ob wir es behalten oder nicht. Ich weiß es nicht. Tja, dann war es das auch so gesehen schon wieder heute. Also heute eine kleine, kurze, knackige Folge von... Halt heute eine kurze, knackige Folge von gerade 20 Minuten. Aber es darf halt auch mal sein. Es muss ja nicht immer eine lange Folge sein. Ihr seht, ich hätte auch doch da hinten herfahren können. Egal, umsonst Umweg gefahren. Passiert. Ja, wie gesagt, auf dem Hof passiert jetzt doch was. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich, wie immer, gerne einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge oder vielleicht, aber nur vielleicht sogar am Wochenende, am Samstag, Freitag oder Samstag, da sage ich euch noch ein kurzes Update dann Bescheid in einem Video mit einem Livestream. Auch dann schon so ab 15 Uhr oder so, samstags, das würde bei mir passen. Und dann machen wir halt ein paar Missionen. Wir gucken, was wir auf dem Hof noch zu tun haben. Und vielleicht ist dir dann doch einer dabei, der sagt, ey, ja, cool. Hey, das gefällt mir. Ich komme mit bei dir auf den Hof. Das werden wir dann sehen. Bis dahin sage ich Tschüssikowski. Bis Baldinski, ihr Lieben. Und hau da rein.